Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Das P30 von meiner Freundin ist kaputt und das Display ist kaputt. Es hat da oben einen Sprung drin, es ist runtergefallen, es geht einfach nicht mehr. Aber es sind natürlich wie immer noch wichtige Daten drauf und abgesehen davon sind wir ja immer total neugierig, was in so einem Handy drin ist. Das heißt, wir werden es jetzt mal auseinanderbauen. Ich habe hier meinen alten Heißluftföhn, den werden wir jetzt dann gleich mal missbrauchen dafür. Und dann schauen wir mal, ob wir das Teil auseinandergebaut kriegen. Dann habt ihr mal eine grobe Vorstellung, wie viel Arbeit es wäre, das Display zu tauschen. Weil natürlich muss man, um auf das vordere Display zu kommen, hinten alles abmachen. Also Abdeckung weg, 1000 Schrauben weg, Akku raus und dann kommt man zum Display. Stecker dran, also total logisch verbaut. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einfach mal in dem Video an, ob wir das auch überhaupt hinkriegen oder ob ich es mittendrin irgendwann abbreche, weil ich keinen Bock mehr habe. Wie man gesehen hat, das ging total problemlos. So gut wie zerstörungsfrei. Also vergesst es, wer da Bock hat, das Ding abzubauen, einfach bleiben lassen. Oh, jetzt habe ich hier irgendein Flachbandkabel abgerissen. Das ist jetzt kaputt. Ups, noch eine Schraube. Das ist ein Abdeckblech. Abdeckblechteil. So, das Flachbandkabel geht dann mal ab. So, dann kommen wir da eh schon zum Akku ran. Ist das dann auf dem Blech? Kriegen wir das auch schon weg? Noch viel mehr Schrauben. Da wäre das Flachbandkabel. Na, guck mal, hier haben wir einen Abschirmdeckel. Und hier vermutlich Antennenstruktur da oben, würde ich mal drauf tippen. Die da drunter, ja, mit den Kontaktflächen hier drunter, geht die quasi hier auf die Antennenanschlüsse. Also hier haben wir mal Antennenstruktur ins Abschirmgehäuse integriert. Ziemlich genial. Das Teil da ist die Kamera, geht die einfach ab. Die ist jeweils mit, jeweils mit so Flachkabeln montiert, jede Kamera für sich. Und hier drunter wahrscheinlich ganz viel Hightech und Elektronik. Das Flachbandkabel, was hier rüber ging, geht jetzt auf jeden Fall ab. Und das hier müsste jetzt Display sein. Und den Akku kann man hier scheinbar 1, 2, 3 einfach rausheben. 1 geht gut. 2 geht auch gut. Hoffen wir mal, dass 3 besser hält. Perfekt. Ziemlich verbogen jetzt, aber ging ab. Jetzt haben wir hier den Stecker fürs Display und das ganze Display wieder genauso verklebt wie die Hinterseite. Also auch hier müssen wir jetzt wieder anständig erhitzen. Also man kriegt es ab, man kriegt es runter. Das ist tendenziell machbar. Raffiniert. Guckt es euch an, da ist der Fingerabdrucksensor. Da ist der Fingerabdrucksensor, das ist eine Kamera. Und hier kann man durchgucken. Hier ist die Öffnung für den Fingerabdrucksensor. Ha! Raffiniert, raffiniert, raffiniert. So, jetzt stecken wir mal den Akku wieder an. Stecken wir mal das Flachbandkabel wieder an. Ja, sieht nicht gut aus.
Aber macht nichts. Tendenziell muss ich sagen, also ihr müsst es euch jetzt selber entscheiden, ob für euch das vom Aufwand her sich rentiert. Man braucht auf jeden Fall eine neue Rückklappe. Den brauchen wir auf jeden Fall, weil der glaubt nicht, dass man den zerstörungsfrei aufkriegt. Der Akku ist so gemacht, dass man ihn leicht rauskriegt. Den braucht man nicht tauschen. Das geht. Der bleibt funktional. Das Handy selber, ich meine, da ist sogar Klebefolie drauf, nochmal extra. Also der Akku hält dann auch wieder. Ansonsten das Handy selber, hier natürlich irgendwie Lautsprecher verbaut. Hier ist die Lautsprecheröffnung, also hier ein relativ großer Hohlkörper für den Lautsprecher. Total interessant gebaut. Also hier vermutlich der Hohlkörper, hier der Lautsprecher-Mikrofon-Kombination. Das Mikrofon befindet sich, glaube ich, sogar hier. Das wird vermutlich das Mikrofon sein. Mit Mikrofonöffnung nach unten. Und hier ist die Öffnung für das Mikrofon, wo man dann reinredet. Weil man ja auch übers Display irgendwie reden kann. Der Fingerabdrucksensor, ah ne, das ist der Fingerabdrucksensor hier dahinter. Der ist als Kamera hinterm Bildschirm ausgeführt. Und wie gesagt, nochmal, man hat dann hier, jetzt tun wir mal den Bildschirm auseinandernehmen. Man hat dann hier komplett durchgängige Spiegeloberfläche, wo wahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung abläuft. Und hier hat man nochmal eine Öffnung, wo man wirklich durchschauen kann. Ich zeige es euch jetzt mal mit meinem noch funktionierenden. Hier kann man durchschauen. Da sieht man es gut. Hier oben das Ganze aus Aluminium gefräst, wie sie ja immer alle Werbung machen. Also wirklich hier ein kompletter massiver Aluminiumklotz, wo hier die ganzen Ausfräsungen gemacht wurden fürs Handy. Hier die Elektronik selber nochmal verbaut. Hier geht ein Kabel mit einer Antenne nach unten. Bedeutet, wir haben hier unten nochmal irgendwo eine Antennenstruktur verbaut. Hier geht noch ein zweites Antennenkabel nach unten, nach hier hin. Das heißt, wir haben auch hier nochmal eine Antennenstruktur verbaut. Also antennentechnisch kann man es hier auch erkennen. Da nochmal mit diesem Kupferband. Einiges an Hightech, an Antennentechnik verbaut heutzutage. Man muss ja auch viele Frequenzen mit einer Antenne abdecken können oder halt ein, zwei Antennen. Hier oben vermute ich mal der Vibrationsalarm, das Teil hier. Hier könnte man die Frontkamera aushebeln, das Flachbandkabel und direkt rausnehmen. Die drei Kameras, also die Hauptkamera kann man jetzt sehr gut erkennen. Die hat so einen Wackelschutz drin, also die kann sich bewegen. Die wird da angesteuert, dass man Anti-Wackel hat. Hier auch die kleine und die große auch. Also die Kameras hier sind alle ja, sehr, sehr, sehr hochwertig. Deswegen mag ich das P30 so gern. Hier hat man nochmal eine zusätzliche kleine Kamera verbaut oder einen Sensor verbaut. Hier ist der Blitz verbaut an der Stelle. Und hier unten kann man erkennen nochmal zwei kleine Sensoren. Da glaube ich, wird der Abstand gemessen für Makroaufnahmen und so, wenn man da was machen möchte. Die gehen ab. Wenn sie abgehen, dann nehmen wir sie ab. Sehr schön. Wenn was abgeht, dann nehmen wir was ab. Was auch immer das für ein Prozessor ist. Und da kann man jetzt schon mal richtig schön erkennen, was verdichtete Bauweise bedeutet und wie das bei Handys aussieht, oder? Guckt euch das mal an. Hier Kondensator an, Kondensator angereiht. Wirklich alle Bauformen. Hier haben wir 0805, 0805, 0603 fehlt mir gerade, aber 0402, 0201, 01005. Haben wir wirklich alle Bauformen, die man sich erträumen könnte und wirklich dermaßen verdichtet zusammengequetscht. Das ist echt krass, dass das überhaupt bestückbar ist, beziehungsweise dass man da überhaupt nur irgendwie Leiterbahnen routen kann. Ich bin gerade total geflasht. Also wirklich richtig geflasht. Die Gehäuse sind leider gelötet, die kriege ich jetzt nicht ab. Also lassen wir sie auch. Jetzt habe ich in China mal schnell ein Display bestellt. Das kam erstaunlich flott an. Und da war sogar ein Werkzeug dabei. Also vielleicht hätte man Chancen, dass man das ganze Teil, wenn man das Werkzeug verwendet von denen, weil da ist auch so ein Saugnapf dabei, so Kunststoffpleck drin vom Gitarrespiel, wo man unten reinkommt und auch so Hebelmechaniken. Vielleicht hätte man da ja die Chance, dass man es zerstörungsfreier aufbringt, das Ganze. Das Display kam unglaublich gut verpackt. Screen Protector Accessoires mit Staub, boah, mit einem Haufen Zeug, Guide-Sticker, Alkoholpad, Reinigungstuch. Das, wie gesagt, kam im Styropor verpackt. Da stand irgendwas mit 6 Wochen Lieferzeit. Das war, glaube ich, in 2 Wochen da, das Ganze. Ich
Ich habe die günstige Variante genommen, weil wir wollen ja nur die Daten retten. Ich habe die günstige Variante ohne. Was ist das? Ohne Fingerabdruck genommen. Eine Schutzfolie ist nochmal dabei, eine zusätzliche. Ich glaube, ich verklebe das Ganze jetzt auch gar nicht großartig. Wir stecken das jetzt hier einfach mal an. Soweit sollte es wieder starten. Dann geben wir dem Ganzen mal Strom. Und das tut's auch schon. Es funktioniert. Ich werde es dann auf jeden Fall noch alles verkleben, dass man jetzt einfach nochmal ein Ersatzhandy oder so hat. Und ansonsten, man sieht schon, das Display ist deutlich günstiger und wie, es hat den ewig großen Rand. Das sieht man hier extrem. Also, aber für die Funktion reicht's. Man kann jetzt wieder Daten runterholen. So gesehen, Ziel erreicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.